Ein Emulator ersetzt natürlich nicht die Arbeit mit dem Bienenroboter, kann aber helfen, die Befehle zu verstehen und schon ein bisschen Übung zu bekommen. Du kannst hier oben die Hintergrundfolien oder Matten ändern. Ich bleibe nun mal beim Alphabet und hier hast du diese verschiedenen Befehle. Die sind eigentlich recht selbsterklärend. Vorwärts, rückwärts. Wichtig, diese beiden Tasten, da dreht er an Ort, also es ist keine Seitwärtsbewegung. Und das X, um das bestehende Programm zu löschen, ist wichtig, dass man vor einer neuen Aufgabe diese Taste immer betätigt. Pause, da hält er inne. Das kann man zum Beispiel brauchen, wenn man ein Wort schreiben möchte, dass er bei jedem Buchstaben, den er ansteuert, dann etwas stehen bleibt. Ja, und ich möchte jetzt mal ein kurzes Wort schreiben, nämlich I. Also ich gehe zuerst zum E und dann zum I. Ich gehe also dreimal nach vorn. Du siehst, die Befehle werden hier unten aufgezeichnet. Dann drehe ich nach rechts und gehe nochmals eins nach vorn und anschließend drücke ich die Pausentaste. Zum I gehe ich jetzt rückwärts, also einmal die Rückwärtstaste links drehen und wieder die Rückwärtstaste und dann bin ich fertig. Und nun lege ich los. Bei diesem Aufnahmeprogramm hört man jetzt leider den Ton nicht, aber dieser wird natürlich auch simuliert. Da hält er jetzt inne, man sieht auch immer, wo man steht. Jetzt geht er zurück. Und es kommt der Schlusston, der bestätigt, jetzt ist das Programm vollständig abgelaufen. Du könntest es immer auch wieder unterbrechen während dem Laufen. Du kannst den Bienenroboter mit dem Haus wieder zum Ursprungspunkt zurückbringen und für die nächste Aufgabe, wie gesagt, das X drücken, Clear, und jetzt ist die Befehlszeile wieder leer.